از این برداشت اول که نتیجهش رو توی جمله آخر گفتن، یک برداشت دوم هم با نگاه به قرآن این هست که basierend auf diese erste Erkenntnis können wir auch schon zur zweiten Erkenntnis hinüberarbeiten, nämlich die sozial über die soziale Ordnung der Tiere. Dieser Aspekt, der aus dem Koran deutlich hervorgeht, ist die Tatsache, dass alle Lebewesen und Tiere wie die Menschen eine Gemeinschaft bilden und eine gewisse soziale Ordnung haben. Selbstverständlich gibt es strukturelle Unterschiede zwischen den Sozialordnungen von Tieren und Menschen, wie im folgenden Vers verdeutlicht wird. Es gibt kein Getier auf Erden und keinen Vogel, der auf seinen zwei Schwingen dahinfliegt, die nicht Gemeinschaften wären, so wie ihr. Nichts haben wir in dem Buch ausgelassen. Vor ihrem Herrn sollen sie dann versammelt werden. Sura Al-An'am, Vers 38. Das heißt, alle Geschöpfe, gleich ob die Tiere auf der Erde oder die Vögel in der Luft, leben in Gemeinschaften wie die Menschen und werden am Tag der Auferstehung vor Gott versammelt. In der islamischen Tradition gibt es viele Überlieferungen, in denen von der Auferstehung der Tiere die Rede ist. So wird zum Beispiel eine Geschichte von Abu Dharr al-Ghifari, einem Gefährten des Propheten, erzählt, wonach zwei Ziegen gegeneinander kämpften. Der Prophet fragte, wisst ihr, warum diese zwei Tiere kämpfen? Die Anwesenden verneinten. Daraufhin sprach der Prophet, aber Gott weiß es und wird am Tag des Gerichts über sie sein Urteil fällen. Somit können wir aus dem eben Gesagten die zweite Erkenntnis erarbeiten, dass nämlich gemäß koranischer Sicht alle Tiere gleich den Menschen eine bestimmte Ordnung und Gemeinschaft haben. Wir finden im Koran sehr viele Verse, die über die Tiere und über die Schöpfung der Tiere erläutern, und zwar auch in der Verbindung jetzt mit der Macht und Kunst Gottes. Das heißt, wir erkennen die Macht und die Kunst Gottes bei der Schöpfung der Tiere in diesen Versen. Hier empfiehlt Gott den Menschen, über die Schöpfung der Tiere nachzudenken. Denn in der Schöpfung der Tiere und des Menschen sind deutliche Zeichen für diejenigen, die Gewissheit im Glauben haben. Dazu heißt es in dem folgenden Vers, und in eurer Erschaffung und all den Geschöpfen, die er über die Erde verbreitet hat, sind Zeichen für Leute, die einen festen Glauben haben. Manche Verse beschreiben die Schöpfung der Tiere und andere Lebewesen als Macht und Kunst Gottes, und das Nachdenken über diese Schöpfung wird als Ausdruck von Gottes Kenntnis aufgefasst. In der Sura An-Nur, im Vers 45, heißt es dazu, und Gott hat jedes Lebewesen aus Wasser erschaffen. Unter ihnen sind manche, die auf ihren Bäuchen kriechen, und unter ihnen sind manche, die auf zwei Beinen gehen, und unter ihnen sind manche, die sich auf vieren fortbewegen. Gott schafft, was er will. Wahrlich, Gott hat Macht über alle Dinge. Hinzu werden in zahlreichen Koranversen die Art und die Besonderheiten von Tieren und ihrer Schöpfung thematisiert, wie zum Beispiel im Hinblick auf Bienen, Kamele, Spinnen, Ameisen, Mücken und so weiter. So gibt es auch etliche Suren, die den Namen eines Tieres oder Lebewesens trägt, wie die Suren die Kuh, das Vieh, die Biene, die Ameisen,
die Spinne, der Elefant und so weiter. Diese besondere Ästhetik in der Schöpfung der Tiere findet häufige Erwähnung in den Überlieferungen, was wir an späterer Stelle noch weiter ausführen werden. So kommen wir also zu der dritten Erkenntnis, nämlich dass der Koran lehrt, dass man über die Schöpfung der Tiere als ein Zeichen der Schöpferkunst Gottes nachdenken und diese beachten soll. Über eine besondere Eigenschaft Gottes kommen wir zu dem nächsten Bereich, nämlich der Versorgung der Tiere mit Nahrung. Diese besondere Eigenschaft Gottes besteht darin, dass er der Versorger und Gewährer des Lebensunterhaltes aller Schöpfe, also auch Mensch und Tier ist. Hierzu wird der Vers aus der Sure Hud, Nummer 6, zitiert. Und es gibt kein Geschöpf auf der Erde, dessen Versorgung nicht Gott obliege. Und er kennt seinen Aufenthaltsort und seine Heimstatt. Dieser Vers enthält einige schöne und interessante Punkte. Das Leben eines jeden Geschöpfes wird von spezifischen Besonderheiten geprägt. Manche, wie die Fische im Meer, bewegen sich in einem begrenzten Raum. Andere, wie die Muscheln, sind noch eingeschränkter in ihrer Bewegung. Oder die Insekten, die in der Erde oder in der Luft andere Lebewesen jagen und sich damit ernähren. Gott kennt sie und ihre Orte und Bewegungen, und er versorgt alle mit Nahrung, selbst jene, die sich nicht bewegen. Das Wissen Gottes umfasst alle Lebewesen, und er sorgt für ihren Unterhalt, und sie unterstehen seiner Macht. Somit kommen wir zur vierten Aussage des Korans im Hinblick auf die Tiere, nämlich, dass sie ihre Versorgung von Gott bekommen, wie der Mensch auch. In diesem Bereich, den wir jetzt ansprechen, das ist ein besonders interessanter Bereich, weil wir den aus praktisch einer Diskussion, einem Gespräch zwischen Gott und dem Teufel herausarbeiten, wobei das im Grunde genommen ein Monolog ist. Und zwar in dem Versen 118 und 119 des Surah An-Nisa wird beschrieben, wie Gott mit dem Teufel spricht und dieser dabei sagt, so lautet dann der Vers, ich werde von deinen Dienern einen bestimmten Teil nehmen und ich werde sie irre leiten und ihre Hoffnungen anregen und ihnen Befehle erteilen, dem Vieh die Ohren aufzuschlitzen. Und ich werde ihnen befehlen und sie werden Gottes Schöpfung verändern. Und wer sich Satan statt Gott zum Beschützer nimmt, der hat sicherlich einen offenkundigen Verlust erlitten. Die Koraninterpreten weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Abschneiden der Ohren von Tieren eine Sitte in der vorislamischen Zeit war, die mit keinerlei Nutzen verbunden war. Der Koran verurteilt ebenso wie viele Überlieferungen jede Form von Quälerei von Tieren, was in einem gesonderten Abschnitt behandelt werden wird. Somit können wir hieraus die fünfte Aussage hervorhören, nämlich, dass Tierquälerei in jeglicher Form eine hässliche und teuflische Art ist, die göttliche Bestrafung nach sich zieht. Insbesondere diese Bedeutung ist eben daraus zu erkennen, dass hier das mit den Taten des Teufels in Verbindung gebracht wird. هم اسلام هم در سایر ادیان